In den nächsten 30 Minuten möchte ich Ihnen vor allem zwei Sachen nahebringen, die, glaube ich, ganz wichtig sind. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns darüber verständigen, weil ich glaube, wenn Sie die mitverstanden haben, können Sie auch sehr viel an der Debatte, die um dieses Thema Öffnung der Unternehmen geht, mitverfolgen. Das eine ist, ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass es so etwas gibt in der Gesellschaft wie einen kognitiven Surplus, fast deutsch, ja, einen kognitiven Surplus, das ist ein Überschuss an Motivation, an Talenten. Und wir bemerken jetzt, dass Unternehmen in die Richtung gehen, diesen kognitiven Surplus zu fassen. Ja. Und wir werden sehen, dass die Organisation der Unternehmen, aber auch der Politik sich anfängt zu verändern, weil sie diesen Surplus versucht, für sich zu nutzen. Das Zweite, was wir diskutieren werden, ist das Thema Plattformen. Plattformen werden die Organisationsstruktur sein, die uns in den nächsten Jahren begleiten werden. Und wir müssen einfach verstehen, wie die funktionieren. Und ich werde Ihnen ein paar Beispiele zeigen. Ich habe auch zwei kurze Clips dabei, wenn ich das technisch hinbekomme, um Ihnen zu zeigen, wie Unternehmen damit umgehen. Und ich habe dann mir zum Schluss überlegt, welche dieser Organisationsprinzipien könnten auch aus dem Gesichtspunkt eines nachhaltigen Wirtschaftens interessant sein. Da werden noch zwei Beispiele da sein, wo Sie wahrscheinlich den Kopf schütteln werden, aber geben Sie mir eine Chance, das kurz zu erklären. Ja, let's go. Was ist die Ausgangssituation? Und ich formuliere das manchmal etwas flapsig und sage, dass die Hierarchie, in der wir die meisten von uns arbeiten, eigentlich nicht mehr in der Lage ist, dieses notwendige Ausmaß an Innovation sicherzustellen. Warum ist das so? Also warum funktioniert das Individuum in Hierarchien immer nur begrenzt? Ganz einfach, weil die Organisation nimmt sich von unserer Persönlichkeit immer nur einen bestimmten Aspekt heraus. Ja? Von dem, was wir können, was wir wollen, ist ja niemals alles gefragt. Ne? Wir müssen uns immer an gewisse Dinge halten. In unserem Arbeitsvertrag steht drin, was wir zu tun haben. Und das führt dazu, dass Unternehmen immer damit kämpfen, diese Innovation auch möglichst zu nutzen. Und das funktioniert aber in arbeitsteiligen Prozessen nicht. Das funktioniert nicht in Prozessen, die routinemäßig gestreamlined worden sind. Und wir erinnern uns, seit den 90er Jahren schlagen wir uns eigentlich mit dem Thema der Kostensenkung und Effizienz herum. Lean Management, Business Process Reengineering, Continuous Improvement, Total Quality Management. Eine totale Katastrophe aus dem Gesichtspunkt der Innovation. Sie erinnern sich an Schlagwort Total Quality Management war, mach's richtig gleich beim ersten Mal. Das funktioniert bei der Innovation nicht. Da muss man wahrscheinlich 100 Mal was probieren und dann bleibt irgendwann was hängen und dann kann man was machen. Also Sie merken, da gibt es einen leichten Paradigmen-Shift. Das führt aber auch dazu, dass die Zufriedenheit der Mitarbeiter in Organisationen, in Hierarchien stetig abnimmt. Da kann man beliebige Studien zitieren. Ich habe mir mal eine hier hergenommen von Towers Watson, die jährlich so eine weltweite Studie durchführen. Und da sieht man eigentlich, dass das Thema der Zufriedenheit fast schon eine Minderheitsgeschichte ist. Ja? Also wie immer die das auch evaluieren. Ich glaube, da genau sind 32.000 Fragebögen werden da weltweit verschickt. Und da merkt man eigentlich, highly engaged, also sehr motiviert und sehr involviert, sind knapp 35%. Dann gibt es unsupported, lustig, also das sind die, die wollen, aber die kriegen keine Chance, werden nicht unterstützt mit dem, was sie machen wollen. Detached 17, das heißt, okay, die machen irgendwas, sind aber nicht mehr wirklich voll involviert in der ganzen und dann gibt es die doch nicht unerheblichen 26% disengaged, würde man im Deutsch sagen, das sind so die sich die innere Kündigung schon angetan haben, aber in dem System noch irgendwie mitmachen. Also man sieht, man kann diese Unzufriedenheit mit der Hierarchie auch schon auf der Arbeitnehmerseite feststellen, auf der Arbeitgeberseite natürlich auch, weil Organisationen versuchen ja schon seit geraumer Zeit, ja, alles aus dem Individuum rauszuholen, mithilfe der Psychologie, mithilfe von Beratern, mithilfe der Betriebswirtschaft, der Managementlehre. Aber es gelingt nicht, weil die Hierarchie eben gewisse Grenzen setzt. Was passiert jetzt? Und jetzt kommt es zu diesem kognitiven Surplus. Es hat in den 80er Jahren ein sehr tolles Buch gegeben von einem französischen Sozialwissenschaftler, André Gortz hieß der, ist gestorben vor 2, 3 Jahren. Und der hatte sich diese Geschichte zwischen Individuum und Hierarchie lange angeschaut und kam dann zu dem Schluss, er hat gesagt, das wird nichts. Ja, also wir müssen da wahrscheinlich in der Hierarchie arbeiten, wir haben alle kein besseres Konzept, aber eine wirkliche Verwirklichung oder eine Demokratisierung, was man noch in den 60er, 70er Jahren geglaubt hatte, das wird nicht stattfinden.
Deshalb, das Beste ist, ihr verwirklicht euch irgendwie außerhalb der Organisation. Und in den 80er Jahren war sein Ratschlag, naja, geht nach Hause, geht in irgendeinen Verein, lest was, tut was. Und jetzt können wir aber durch die sozialen Medien ja ganz anders agieren. Also wir müssen ja nicht mehr nur zu Hause sitzen oder in den Briefmarkensammlerverein gehen. Wir können das, was wir tun wollen für uns, auch mit anderen tun. Wir können uns vereinigen, wir können mit anderen Leuten Dinge tun, die wir vorher nicht tun konnten, weil wir getrennt waren, weil wir keine Kollaboration hatten. Das heißt, es geht hier um diesen kognitiven Surplus, das ist eigentlich jene Talente, jene Motivation, die die Hierarchie nicht nutzt, die ist in der Gesellschaft vorhanden und jetzt existiert sie als eine Masse, als eine Größe. Es gibt da verschiedene Theorien, wie groß das nun tatsächlich ist. Die man nutzen kann. Und jetzt komme ich zu dem einen deutschen Begriff. Peer-to-peer heißt eigentlich einfach, also von Kollege oder Gleichberechtigten zu Gleichberechtigten finden sich Leute zusammen und machen auf einmal ganz tolle Sachen. Das beste Beispiel dafür, das Sie sicher alle kennen, ist ja die Open-Software-Entwicklung. Also einer entwickelt einen Kern, wirft das in das Netz und bittet alle, die Lust haben, an dem System mitzumachen und das zu vervollständigen. Ganz wichtig ist, da gibt es so ein paar Prinzipien, Swarm Intelligence, Shared Awareness, Low Lasting Hierarchy, Self-Regulation, alles sehr kompliziert. Aber das Wichtigste ist, ich mache bei so einer P2P-Sache mit als Peer, wenn ich Lust habe, weil es mich interessiert und vor allem, wann ich will. Also wenn ich in einer Software, in der Open-Software-Bewegung mitarbeite, dann mache ich das, wann ich Lust habe, wann ich will und ich arbeite an einer Funktionalität, die ich mir ausgesucht habe oder vielleicht teste ich nur etwas, ja, oder ich behebe nur einen Bug. Aber ich mache das aus meinem eigenen Antrieb heraus. Und was die P2P-Bewegung am Anfang schuf, war, was ich dann Klammern schrieb, auf Englisch sagt man ein Commons dazu, das deutsche Wort obskurerweise kommt aus dem Mittelhochdeutschen Allmende. Ja, Sie als Ökologen wissen ja, was das ist. Die Allmende, das ist so die Gemeindefläche, wo man früher das Vieh hingetrieben hat und das gehörte allen. Ja, alle konnten die Allmende nutzen und komischerweise verwendet man eben diesen mittelhochdeutschen Begriff dafür. Das heißt, die Open Software Bewegung erstellt eine Software, die verkauft sie aber nicht, sondern Sie können die nutzen. Also wenn Sie auf Ihrem Laptop einen Firefox-Browser haben, ja, dann hat den die Community erstellt und Sie können den umsonst nutzen. Geld bezahlen müssen Sie nur, wenn Sie ihn verändern und weiterverkaufen. Dann müssen Sie eine Gebühr zahlen. Aber Sie können das Ding nutzen, so oft Sie wollen, und es kostet nichts. Eine Allmende. Vielleicht ein ganz kleiner Unterschied, der aber extrem wichtig ist. Es gab 1967 oder 68 ein für Ökonomen sehr wichtiges Papier von einem englischen Kollegen und der schrieb über die Tragik der Allmende. Das kennen Sie, oder? Tragik der Allmende. Und warum war die so tragisch? Ne? Kühe, jeder treibt die Kühe auf die Weide, die Weide wird abgegrast und am Schluss sind alle schlecht drauf. Was passiert jetzt hier in der Informationsgesellschaft? Überlegen Sie sich, Sie haben eine Webseite für sich. Was passiert da? Ist das gut, wenn viele Leute, wird die weniger wert, wenn da wenig Leute hingehen oder viele Leute draufgehen? Viele Leute besuchen ihre Website. Wird sie dann kostbarer oder nicht kostbar? Kostbar. Das heißt, das ökonomische Prinzip dreht sich in der Informationsgesellschaft um. Je mehr Leute das Ding nutzen, desto besser wird es und desto kostbarer wird es. Und so funktionieren auch Plattformen. Das heißt, eine Plattform ist nichts anderes als ein virtueller Arbeitsplatz. Nehmen wir mal Facebook. Da können verschiedene Leute ihre Ressourcen bündeln, können Arbeitsergebnisse austauschen, können miteinander kommunizieren. Das beste, einfachste Beispiel einer Plattform ist eine Autorenplattform. Ja, das sind verschiedene Leute, Autoren, die stellen ihre Ressourcen rein, ihre Beiträge, ihre Bücher. Die handeln damit vielleicht auch. Also Plattformen bündeln Ressourcen, ermöglichen einen Marktaustausch. Amazon, Sie kaufen etwas. Bei Amazon, Sie können auch ein Buch besprechen. Das heißt, Sie reichern ein bestehendes Produkt an. Das gibt es schon. Sie machen es aber kostbarer, weil Sie Ihre Zeit, bei Amazon auch umsonst, ja, darauf verwenden, eine Buchbeschreibung zu machen. Und das sind die wichtigen Prinzipien, die heute entstehen. Und was passiert jetzt? Jetzt sind Unternehmen, kommen drauf, aha,
da passiert irgendwas. Open Software Bewegung hat ein ganz tolles Betriebssystem für Großrechner erstellt, Linux. Und Unternehmen sagen jetzt, jetzt passieren ja auf einmal wahnsinnig tolle Dinge, innovative Dinge, Dinge, die aufgrund von Experimenten stattfinden. Ist das was, was sehr tauglich ist? Ja? Ist das wettbewerbsfähig? Ich habe immer ein Bild hier reingebracht, ich glaube, Sie erkennen die Dame mit dem Hut. Ja? Die hatte, wann war die Krise? 2008, die London School of Economics besucht. Und hatte die Ökonomen zu ihrer Verzweiflung gefragt, nach der Mutter, wie konnte das passieren? Also wie konnte das Finanzdesaster über uns einbrechen? Und die Kollegen sahen sich dann gezwungen, einen offenen Brief zu schreiben, den sie dann im Guardian publiziert haben. Also wie konnte das passieren? Tut uns schrecklich leid. Und der Hauptgrund war, dass sie sagen, es ist uns als Wissenschaftler nicht gelungen, eine kollektive Imagination dessen vorzunehmen, was da passiert. Also jeder von uns hat an seinem Ding gedacht, aber wir haben uns nicht zusammenkoppeln können und es hat auch keinen Austausch gegeben. Also ist vielleicht doch etwas dran. Und es gibt ja viele Leute, die sagen, wenn die Crowd zusammenarbeitet, kommt immer Durchschnitt heraus. Das sieht man nicht so. Ich zeige Ihnen jetzt mal ein Beispiel von einem Unternehmen, das versucht, diese P2P-Arbeitsweise für sich zu nutzen. Kleiner Einschub, ist das nicht makaber? Ist das nicht makaber? Ja, weil eigentlich entsteht ja dieser kognitive Surplus. Warum? Weil die Unternehmung diese Talente nicht nutzen kann. Jetzt entstehen die, organisieren sich, machen tolle Sachen und jetzt versuchen Unternehmen, das wieder für sich zurückzuholen. Ja? Interessant. Ich zeige hier mal ein kurzes Beispiel. Ich hoffe, es gelingt mir. Dauert eine Minute. Vielleicht kommen Sie drauf, welches Unternehmen das ist. There is a really interesting story from the UK about a problem that had perplexed an entire industry for centuries. You see, in the 18th century, people crossing the ocean didn't really know where they were. Well, they knew they were on the ocean, but not exactly, because they couldn't measure their east-west position or longitude. This was a problem. The captain of the ship could figure out pretty easily his latitude based on the altitude of the sun or moon. But for longitude, everyone relied on something crazy called dead reckoning. That meant that you had to spot land, land ho, and then figure out where you were. Which was kind of hard to do when you're in the middle of the ocean. So you get the problem. It was a real problem. The best scientists, mathematicians, and astronomers could not figure out a simple way to solve this problem. So the British government did something really clever. They decided to post the problem online. Well, not really online. There was no internet in 1741. But they did post the problem in the newspaper and invited everybody and anybody to go solve the problem. And they offered money for the best outcome. That's Liquid. Liquid is an outcomes model for solving problems. It operates on open market concepts, where problem solvers can take a quick look at the problem that needs to be solved and decide if they can help. And if they solve it by a certain date, meeting the quality requirements of the problem, they get paid. Pretty simple. Unternehmen das ist? Vorschläge? IBM. Ja. Was die jetzt machen, das ist ja nicht P2P, was hier passiert, aber die nutzen das Prinzip. Ja, sie stellen ein Arbeitspaket rein und fragen, wer kann das lösen? Und es ist auch keine Allmende mehr, haben sie gesagt, es gibt auch Geld dafür. Das ist ganz klar, man muss ja die Crowd motivieren, da mitzumachen. Das heißt, das Prinzip wird verwendet, weil das Unternehmen es für nützlich erachtet. Und es gibt eine große Diskussion darüber, dass IBM jetzt darauf abzielt, viele Programmierer, die sie fix beschäftigen, eher in so einem Verhältnis zu beschäftigen.
Wobei ich sage, ich glaube, das hat nicht immer auch was mit Kosten zu tun, weil wir werden nachher sehen, es ist auch sehr kostspielig, mit der Crowd zu arbeiten. Es ist nicht so ganz einfach. Ja, ein extrem gutes Beispiel über welche Mischformen jetzt entstehen. Es entstehen sogenannte Netarchien, eine Kombination aus einer Hierarchie und einer Netzkollaboration. Ein sehr schönes Beispiel, können Sie sich alles auch im Internet anschauen, ist die Firma Quirky. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Funktioniert folgendermaßen: Sie haben eine Idee über ein Produkt, gehen ins Internet und sagen, hey, ich habe eine Idee, und beschreiben diese Idee und sind dann in einer Community von was weiß ich wie vielen Leuten, und die bewerten ihre Idee und entwickeln ihre Idee weiter. Und wenn das Ding entsprechend positive Feedbacks bekommt, dann wird es auch vielleicht gebaut, irgendwo in China. Weil das ist auch ganz wichtig. P2P und die ganze virtuelle Welt hat heute noch kein Konzept, wie sie mit der Fabrik umgeht. Die Fabrik ist nach wie vor so, wie sie ist. Ja? Über was wir hier reden, sind Konzepte, sind Ideen, sind Designs, ist Software, ist der virtuelle Raum, aber es ist noch nicht die physische Fabrik. Wo glauben Sie, ist in der Fabrik die Problematik für P2P? Wir haben gesagt, P2P, ich mache, was ich will und wann ich es will. Funktioniert das in einer Fabrik? Wer macht denn die Aufgaben, die keiner machen will? Ja, das gibt es ja auch immer. Das sind so Sachen, klingt trivial. Da kann man auch Verteilungssysteme finden, sagen, okay, die Aufgaben, die keiner machen will, die bepreisen wir hoch und dafür gibt es viele Credits, und die alle machen will, weniger, um dafür einen Ausgleich zu kriegen. Aber für die Fabrik gibt es momentan nur die Hoffnung auf Automatisierung und 3D-Drucker und Sonstiges. Ja? Also wir reden hier wirklich vom Design. So funktioniert das bei Quirky auch. Und sie kriegen auch Geld dafür. Ja? Ganz schnell nur, Sie sehen hier verschiedene Möglichkeiten, wie die Unternehmen dieses P2P-Prinzip für sich verwenden. Ja. IBM verdient heute 2/3 seines Umsatzes mit Open-Source-Produkten. Früher hat man ja gesagt, wenn Sie Betriebswirtschaft studiert haben, du kannst alles outsourcen, aber die Intelligenz nicht. So, und IBM hat viele seiner Patente gespendet zum Beispiel und versucht jetzt, die Intelligenz der Masse für sich zu nutzen, damit die das tun, was der Kunde will. Also die IBM positioniert sich zwischen der Crowd und dem Unternehmen, zum Beispiel. Product Enrichment, ganz einfaches Beispiel, Ihre Buchbeschreibung, wenn Sie eine Buchrezension schreiben bei Amazon, der Grund, warum Amazon das ist, was es ist, sind, weil viele Tausende von Leuten ihre Zeit da reinstecken, um ein Produkt, ein Buch anzureichern. Ja? Sagen, finde ich gut, finde ich nicht gut, etc. etc. Crowd Intelligence, zum Beispiel Plattformen wie Yevoto bieten, und es gibt sehr viele Plattformen schon, jeden von uns die Möglichkeit, wenn er Ideen hat, womit zu arbeiten. Diese Plattformen etablieren sich als Schnittstelle zwischen Unternehmen und der Crowd. Also wenn Sie Ideen haben oder wo Software entwickeln oder Produktentwicklung machen wollen, können Sie sich bei solchen Plattformen wie Yevoto anmelden. Die haben teilweise bis zu 30.000 Mitarbeiter, also kreative Peers. Und wenn Ihre Idee gewinnt, kriegen Sie auch Geld dafür. Ja, last but not least, im politischen Raum erleben wir das Ähnliche. Ja. Gutes Beispiel sind die Piraten, eigentlich auch ein Hybrid. Ja. Eigentlich ist eine Hierarchie, weil die müssen sich an die Strukturen des Parteiengesetzes halten, haben aber versucht, hier mit verschiedenen Aspekten von P2P zu arbeiten und sind teilweise, muss man sagen, auch gescheitert damit. Ich springe mal ein bisschen weiter. Das führt dazu, dass wir, das ist ein albernes Bild, aber vielleicht trotzdem ein bisschen einprägsam, auch ganz neue Mitarbeitertypen haben. Also früher hat man gesagt, okay, ist ganz klassisch, es gibt hier den Balance Sheet-Mitarbeiter, das ist unser Fixer, der ist bei uns auf der Payroll, den müssen wir bezahlen. Jetzt gibt es solche hier, Partnership Talent, sie kommen von einem Partnerunternehmen, von einem Joint Venture und werden ausgeborgt für eine Sache. Warum? Weil das Unternehmen pausenlos neue kreative Ideen braucht, um in dieser Innovationsökonomie noch mithalten zu können. Freelancer hat es auch schon immer gegeben, wird noch intensiviert, und jetzt gibt es diesen neuen Typus, diese Open Source Talent. Ja, das ist die Nutzung dieses kognitiven Surpluses, den wir da haben. Ja. Offensichtlich etwas, was viele Unternehmen als zielführend erachten. Die sagen, wir kommen nicht mehr anders an viele gute Ideen ran und sehen oben global, also ich glaube bis 90% der Unternehmen glauben, dass dieser Trend zu Open-Source-Talenten in den nächsten 3 Jahren und darüber für sie relevant ist. Sie müssen sich überlegen, das sind ja komplexe Prozesse, die dahinter stehen.
wie kriege ich den? Ja, wie kann ich den für mich nutzen? Wie kann ich den motivieren? Was muss ich dem bezahlen? Wie baue ich das in meine eigene Organisation ein? Extrem komplexe Fragestellung. Ich springe hier wieder, weil wir haben ja vorhin gesagt, P2P ist deswegen entstanden, weil es nicht in der Hierarchie leben konnte. Und jetzt versucht die Hierarchie P2P wieder zu bekommen. Und Sie sehen, das sind eigentlich sehr unterschiedliche Arbeitsprinzipien. Also das Rechte ist P2P, Selbststeuerung, Selbstidentifikation. Selbstidentifikation heißt, ich will diese Aufgabe lösen. In einer Hierarchie heißt es, du musst diese Aufgabe lösen, und zwar bis übermorgen. Und bei P2P sage ich, ich will es lösen, es interessiert mich und ich mache das, wann ich möchte. Also Sie merken, sehr unterschiedlich. Das ist eine Konfliktlösung durch Exit. Und wenn mir was nicht gefällt an einer P2P-Plattform, was mache ich? Ich gehe. Das kostet mich ja nichts. Es ist ja meistens nur ein Knopfdruck und ich bin weg. In einer Organisation ist das schon schwieriger. Ja, da muss man dann so Dinge wie Konfliktmanagement und so weiter. Das ist übrigens ein Grund, warum das bei den Piraten auch nicht so gut funktioniert hatte, weil die hatten immer Angst, wenn man jetzt eine Entscheidung trifft, die nicht von allen getragen wird, und das ist nun mal bei komplexen Entscheidungen so, dann gehen die weg, weil das Prinzip ist, nachdem die Crowd operiert. Also ich schlage mich mit denen nicht rum, ich habe die Möglichkeit, mein eigenes Ding zu machen. Ich zeige Ihnen jetzt mal, und Sie werden, ich muss das jetzt nur technisch hinbekommen, einen ganz kurzen Spot von einer Firma, und Sie werden lachen, wenn Sie sehen, welche Firma das ist. Ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen. Okay. So. Einen Versuch machen wir noch. Frau Koller, schicken Sie bitte den nächsten Bewerber rein. Dankeschön. Hey du. Krass, das ist ein 68 im Multiplayer-Channel. Also, das war der Hammer. Nee, Frostwolf 48, der war auch online, ja. Ja, im Firehammer-Mode. Wie hab ich den gesnärt? Nee, hey, nicht Peter, weg damit. Nee. Mit dem Decker von Saurion. Bam, war das fett, ey. Das war so eine geile Nummer. Was der eine Damage per Second gehabt hat, das kannst du dir nicht vorstellen. Das war so krank, ey. Das war sowas von krank. Warte mal. Ja, pass auf. Ja, du. Nee, du. Nee, ich muss auch langsam. Alles klar. Immer's gut. Toll. Tschüss. So, Leute. Seid ihr bereit oder seid ihr bereit? Blackberries aus, Eimer konzentrieren. Ich habe hier ein Konzept mitgebracht. Verteilt das mal bitte, bitte noch nicht reingucken. Vorneweg, bei mir zählt nur eins. Content is king and the medium is a fucking message. Nicht reingucken, habe ich gesagt! Okay. Ich glaube, die Kampagne ist schon abgelaufen, falls Sie sich bewerben wollen. Habe ich meine Präsentation verloren. Interessant hier war, dass man mir erzählt hatte, dass der Vorstand 2 Wochen überlegt hatte. Das sind ja alles die Vorstandsmitglieder von Axel Springer. Ich weiß nicht, ob Sie erkannt haben. Also die schauen wirklich so aus. Und die haben 2 Wochen überlegt, ob sie sich trauen, mit der Kampagne rauszugehen. Aber warum sind die mit der Kampagne rausgegangen? Ja? Weil sie sagen, sie brauchen diese Talente, die sind ganz anders als die sie heute haben. Ja? Und sie müssen auch eine ganz andere Kampagne machen, um die zu kriegen. Ja? Deshalb mussten die dieses verrückte Ding drehen. Und sie haben denen angeblich auch die Botschaft mitgegeben, wenn ihr hier zu uns reinkommt, passt euch nicht an, sondern schaut eher, dass ihr uns verändert. Muss ich sagen, ist natürlich in einer Industrie, die durch die Digitalisierung momentan extrem durcheinander gewirbelt wird und die zu dem Schluss gekommen ist, mit unseren Skills und mit unseren Vorgehensweisen kriegen wir es nicht hin, wir müssen das anders machen. Das ist wahrscheinlich die einfachste Art von P2P zu nutzen, also die haben sie Leute einfach eingekauft. Wobei Axel Springer, ich weiß nicht, ob das wissen, sie haben ja dieses Reporter 1414 Prinzip gehabt, haben viele Jahre vorher schon experimentiert und sie konnten als Bildleser, ist wahrscheinlich keiner hier, aber auch Bilder einsenden. Und es gibt schon so eine eigene Community an Bildlesern, die Bilder austauschen. Also die haben schon Erfahrung gesammelt, wie man das machen kann. Ja, ich komme zum Schluss. Wie viele Minuten habe ich noch? Wahnsinn, okay.
Also, was ich versuchte zu sagen, und ich hoffe, ich war nicht zu schnell, also Unternehmen versuchen, diesen kognitiven Surplus für sich zu nutzen, auf verschiedene Arten und Weisen. Wir werden nachher von meinem Kollegen noch hören, auch ein Beispiel des Crowdfunding ist auch ein Beispiel dafür. Ich habe sehr viel über Innovation geredet. Wir haben es in der Systementwicklung kennengelernt, im Marketing, in der Kommunikation, fast in allen Unternehmensfunktionen können wir jetzt schon Anwendungen finden, die was mit der Crowd zu tun haben und die Hierarchie versucht für sich zu nutzen. Jetzt merken wir, in der Politik passiert genau dasselbe. Ja, wir haben ja eine, obwohl das kaum wahrgenommen wird, aber eine ziemliche Änderung in der politischen Sphäre. Warum? Weil, ich habe es immer so flapsig ausgedrückt, der Computercode determiniert eigentlich unseren sozialen Code. Ja, also Sie haben jetzt, wenn Sie an eine Website gehen und Sie wollen sich ein Ding runterladen und Sie können es aber nicht, dann ist es nicht, weil ein Gesetz Ihnen das verbietet, ja, sondern weil dahinter ein Code liegt, der sagt, Sie dürfen das nicht, aus verschiedensten Gründen. Ja, deshalb haben wir eine neue Einschränkung im politischen Raum und auf der anderen Seite haben wir aber auch die traditionellen Organisationen, die politischen Organisationen, auch nichts anderes als Hierarchien am Ende des Tages, ja, die versuchen, diese Multitude, das ist der neue Begriff in der Politikwissenschaft, seit Hart Negri dieses Buch geschrieben haben, The Multitude. Die Multitude ist nicht eine Absage an die traditionelle Klassengesellschaft, weil er sagt, die gibt es einfach gar nicht mehr. Wir haben immer wieder ein Set an unterschiedlichen Interessen, die sich zu bestimmten Zeitpunkten materialisieren. Ja, gibt einen ganz bestimmten Punkt, da wollen die zusammenkommen und wollen etwas machen. Und wir bemerken hier, dass politische Institutionen, habe Ihnen zwei Beispiele hier mitgegeben, das eine ist der 18. Sachverständige im Deutschen Bundestag und das zweite Beispiel ist die isländische Verfassung, wo traditionelle Organisationen versuchen, die Crowd für sich zu nutzen. Also beim 18. Sachverständigen, was ist da jemand dabei? Also wenn Sie IT-Interessierter sind, können Sie sich hier als virtuelles Mitglied, das sind die kleinen gelben Dingerchen hier, engagieren und können mitarbeiten bei Gesetzesentwürfen zu dem Thema Internet und digitale Gesellschaft. Also diese 18. Sachverständige heißt, dass diese Crowd als ein 18. Sachverständiger genommen wird. Und es sind schon ein paar tausend Leute damit dabei. Also wie können Gesetze mitbestimmt werden? Und das Beispiel kennen Sie sicher, in Island hat man die Verfassung doch sehr maßgeblich auch mit der Crowd mitentwickelt. Also jeden Abend wurde die aktuelle Version hochgeladen und wurde dann kommentiert und hat dann eine gewisse Interaktion stattgefunden. Jetzt kann man über all das lächeln und das ist alles nicht perfekt, aber Sie sehen, der Mechanismus ist eigentlich sehr ähnlich. Ja? Also wir versuchen das über elektronische Plattformen, versuchen wir die Crowd zu nutzen. So, jetzt komme ich zu Anwendungsmöglichkeiten auf die Ökologie. 3 Minuten noch. Ja. Ganz interessant, eigentlich ist ja diese P2P-Arbeitsweise ja eigentlich genau das, was mit dieser dezentralen Energiedebatte hätte steigen können. Und ich war eigentlich sehr überrascht, weil Jeremy Rifkin, ein amerikanischer Wissenschaftler, ist angeblich Beraterin der Kanzlerin Merkel, hat ein wichtiges Buch geschrieben, The Third Industrial Revolution, wo er der Meinung ist eigentlich, dass die nachhaltige Stromversorgung dadurch entsteht, indem jeder von uns irgendein Ding Strom produziert und das wird dann durch ein intelligentes Netz. Das Netz hat dann so ähnliche Wirkung wie das Internet, also die Masse macht es dann wieder berechenbar und steuerbar, steuert dann Energie bei. Ich konnte jetzt in der Diskussion aber nicht mehr verfolgen, dass dieses Konzept irgendwie nachhaltig weiterdiskutiert wird. Sie sehen interessanterweise auch, von wem dieses Slide ist, nämlich ENBW. Also irgendwie haben es die Großen dann doch geschafft, wieder diese Diskussion für sich zu nutzen. Ist übrigens ein ganz wichtiges Thema, wenn Sie sich mit P2P beschäftigen, gibt es eine sehr intensive Diskussion darüber, ob P2P mit den traditionellen Unternehmen der Politik zusammenarbeiten soll. Ja, weil die Downside ist natürlich, dass man quasi übernommen wird. Die Upside ist, dass man sagt, na gut, man findet hier einen Partner und man kann Produkte machen, die viel kundenorientierter sind, weil Sie wissen, P2P macht eigentlich das, was man selber will, aber nicht unbedingt das, was ein Kunde will. Also ich denke mir, diese P2P-Idee hätte in der Stromerzeugung, würde perfekt passen, ja, wenn man dieses intelligente Netz hätte. Big Data, ich habe gesagt, hier werden Sie mich jetzt ausbuhen. Aber ich sage mal, warum soll man das immer den falschen Leuten überlassen? Ja? Ich habe ihn hier interessant, wenn Sie das mal interessiert. Also alle, die jetzt so tun, als ob sie von dieser NSA-Sache völlig überrascht wären, es gibt ein sehr interessantes Unternehmen, das heißt Recorded Future, sitzt in Schweden. Ja, by the way, Schweden hat mit den
Vereinigten Königreich als einzige ein Veto eingelegt, als es darum ging, die Amerikaner wegen dieser NSA-Affäre irgendwie zu belangen. Also gehört zur Hälfte Google und zur anderen Hälfte angeblich einem privaten CIA-Unternehmen. Und da können Sie, wenn Sie wollen, eine temporale Analyse bestellen. Ist das nicht toll? Also ich weiß nicht, wer von Ihnen Star Trek-Fan ist, aber eine temporale Analyse heißt, ich möchte wissen, was passiert in 2 Wochen, Ecke Friedrichstraße, Französische Straße, um 15 Uhr. So, und dann gehen die runter auf alle möglichen Datenquellen, Klammer auf, wir wissen jetzt, wie das funktioniert, und sie kriegen dann eine Auswertung. Jetzt sage ich, aber dieses Big-Data-Thema kann man ja aber auch im ökologischen Diskurs nutzen, ja, über Verkehrsaufkommen, dezentrale Stromproduktion zu erkennen, wie sicher ist das, wie belastbar ist das, indem man aufgrund von Erfahrungswerten Prognosen erstellt, die dann aber relativ treffsicher sind. Das heißt, da gibt es so ein paar Organisationsprinzipien, ich denke, die könnten hier interessant sein. Und ich glaube, es passiert auch einfach durch diese neuen virtuellen Lernmöglichkeiten und Informationsmöglichkeiten, die wir haben, dass der Kunde oder dass der Mitarbeiter einfach viel, viel schneller aufgeklärt werden kann und agieren kann. Ich habe Ihnen ein Beispiel genommen, das Sie vielleicht überrascht, aber ich finde, das ist eines der bewegendsten Beispiele, die es zu dem Thema gibt. Das ist dieses Hole in the Wall-Experiment, das man in Indien vorgenommen hat. Da hat man Slum-Kindern, Sie sehen das hier, Computer in eine Wand verbaut, hingestellt und gesagt, okay, ihr könnt die benutzen, macht damit, was ihr wollt. Ja? Und kam dann drauf in der kurzen Zeit, dass die A, Englisch konnten, teilweise extrem komplexe Konzepte wie genetische Ketten erkannt haben und mitdiskutiert haben. Und Sie sehen auch hier, wenn Sie das Bild anschauen, wer bringt da wem was bei? Wie funktioniert das da in dieser Welt? Was glauben Sie? Untereinander, lateral. Ja? Also das Lernen funktioniert ja nicht immer nur, dass einer oben steht und die anderen unten, sondern dass man sich untereinander viel beibringt. Und das passiert hier eben auch. Und ich glaube, das ist eine Chance, ja, viel aufgeklärter und viel gleichberechtigter auch mit Institutionen umzugehen. Und das mag auch etwas sein, was in dieser Nachhaltigkeitsdebatte wichtig ist. Es gibt da noch, last but not least, eine sehr interessante Entwicklung. Es gibt so ein paar innovative Diskussionen, in die Richtung gehen, wie verändert sich jetzt unser Staat durch das Ganze? Also Sie merken, ich komme von Hundertsten ins Tausende, weil dieses Prinzip ist so alldurchdringend. Ja? Und brauchen wir denn staatliche Leistungen immer oder ist es nicht besser, wenn der Staat nur eine Plattform zur Verfügung stellt und ihr organisiert euch untereinander und macht das untereinander aus? Wir helfen euch dabei. Gibt es von der Weltbank schon erste Instrumente, die man Entwicklungsländern zur Verfügung stellt, um zum Beispiel transparente Budgets zu machen, Kommunikationstools einzurichten zwischen verschiedenen Stakeholdern bei Projekten, um diesen Diskurs auch zu befeuern. Und ich habe ein ganz einfaches Beispiel hergestellt, Sie alle kennen Meetups, das kennen Sie ja, oder? Also wenn Sie in eine Stadt gehen, fremde Stadt, geben Sie Meetups ein und da sehen Sie sofort, was gibt es, was gibt es für Serviceleistungen, was gibt es für Events. Sag mal, das sind erste kleine Beispiele, wo Leute, also jeder von uns kann da ja ein Event einstellen und sie können sich den einfach anschauen und dann nutzen. Es ist eine klassische Allmende, das heißt, es kostet nichts und ist vielleicht das erste Beispiel, wo der öffentliche Raum einfach nur Tools zur Verfügung stellt und sagt, ihr organisiert euch untereinander, macht das. Könnte mir vorstellen, dass auch dieses Prinzip sehr interessant ist, wenn es darum geht, wie verlegt man jetzt irgendwelche Stromtrassen von A nach B? Das geht ja auch durch verschiedene Communities durch. Wie können die sich organisieren? Wie können die da mitdiskutieren? Wobei natürlich die offene Frage ist, wenn wahnsinnig viele Leute mitreden, was kommt dann raus? Wird es dann gar nicht gebaut? Oder findet man eine kluge Lösung? Ja, das war ein Schweinsgalopp. Ich hoffe, ich war jetzt nicht zu schnell, aber wir sind ja nachher noch ein bisschen da und ich freue mich dann auf Ihre Fragen.